Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Prison Attack. Und wir hoffen, dass diesmal die Leute in die Schule gehen. Ja, weil ohne Schule hätten wir ein Problem. Weil ich habe in der letzten Folge herausgefunden, dass die, für die Leute, die diese letzte Folge vielleicht nicht gesehen haben, die Sicherheitsanweisung, Sicherheit zuerst. Gefangene müssen erst diesen Kurs bestehen, bevor sie in der Werkstatt arbeiten dürfen. Lehrstelle als Tischler, ein komplettes Programm, welches gute Fähigkeiten voraussetzt. Qualifiziert in dem Insassen können ihre Fähigkeit dazu nutzen, hochwertige Einrichtungsgegenstände aus Holz zu fertigen. Also das Problem ist einfach, dass wir erst die Sicherheitsdürfen machen müssen, um überhaupt Lehrstelle als Tischler zu machen, um überhaupt in der Werkstatt arbeiten zu können. Also erstmal das, um die Werkstatt arbeiten zu können, und Lehrstelle als Tischler dürfen sie dann auch erst machen, wenn sie das gemacht haben. Und daher haben wir erstmal hier alles gestartet. Shitten egal. Sollte schon irgendwie funktionieren. Sicherheit ist von 11 bis 1 Uhr. Also 17 Interessen. Ja, 17 Stück ist nicht so viel. 30 Plätze haben wir vorhin gesagt. 17, 18, 19, ja, dann wäre der Knast sogar fast, dann wäre die Werkstatt sogar wieder fast besetzt. 71 Gefangene haben wir jetzt, 18 kommen neue, sind 89. Ja, wieder 7 Gefangene, 8 Gefangene frei. Nicht so viel. So, sie schaffen es jetzt endlich wieder ein paar Bäume zu pflanzen. Holz haben wir genug. Also, ich hoffe, dass wenn um 11 die Schule losgeht, dass die Leute dann wirklich danach in eine Werkstatt gehen. Um einfach dem Knast wieder Geld einzubringen. So, wie sieht es jetzt hier mit den Abflüssen aus? Ja, das sieht doch schon mal eine ganze Ecke besser aus. So haben wir es ja auch gebaut. 1, 2. Hier haben wir einen hingebaut. Alle weg. Ja. Sieht zwar nicht ganz so hübsch aus, aber besser als gar nichts. Was haben wir denn jetzt hier? Achso, Bäume haben wir gekriegt. So, jetzt kommen die nächsten Gefangenen. Die sollten jetzt da oben angedackelt kommen. Jawohl. Da so einen halben, da einen ganzen. Was kommt dann? Da, ah, da kommt nochmal mit Gefangenen. Also, wieder 3 LKWs, die sie entladen müssen. So, was haben sie jetzt? Freizeit. So, Schule geht los. Unterricht um 9. Starting. Okay, das ist alles um 9 Uhr bis 11. Und von 11 bis 1 aktiv. So, jetzt lernen die das alles, was da so ist. Danach kommt Sicherheitsweisung um 11 Uhr. Da bin ich gespannt, was um 11 Uhr da gleich angedackelt kommt. Mal gerade schließen. Wie spät haben wir es jetzt? 10, noch eine Stunde. Gut, was los im Klassenzimmer auf jeden Fall. Aber ist noch nicht der Unterricht, der uns interessiert. Der Unterricht, der uns interessiert, fängt erst um 11 Uhr an. Klar, dass sie alle nicht immer pünktlich kommen, ist auch logisch. Wir haben nur noch 200, wir machen jetzt aber 3000 Gewinn. 8 Gefangene kommen nächste Runde, kriegen wir auch unter. Perfekt. Also wir können konstant hier die Gefangene laufen lassen. 3 Gefangene werden bald entlassen. Scott 0, 1 Stunde 0. So, 11 Uhr. Aktiv. Grundbildungsprogramm und Sicherheitsprogramm. Sehr schön. ...40% abgeschlossen. Sind sogar die Leute sitzen geblieben. Die haben zwar Bock, irgendwie auf der Handelbank zu gehen und was weiß ich nicht alles, und kacken müssen sie wohl auch, aber das interessiert mich in Dreck. Die müssen hier zusehen, dass wir die ganzen Kram hier mal beendet bekommen.
Ja, jetzt sind die Leute schon abgehauen. Und eigentlich ist bis 1 Uhr. Oh, jetzt haben wir hier schon etwas mehr drin, ne? Jetzt haben wir auch nur zwei qualifizierte Personal, zwei. Naja, aber es wird wohl schon irgendwie funktionieren. Erhoffe ich mir. Sonst müssen wir wirklich nur Sicherheit machen erstmal. Und Grundbildungsprogramm bis 12. Ich glaube, wir sollten erstmal nur Sicherheit machen. Wir werden die ganzen anderen Unterricht mal stoppen, außer Sicherheit. Ich muss unbedingt mehr Leute für die Dinge fertig bekommen und dass sich das nicht überschneidet von 11 bis 1. Ja, siehst du, es geht jetzt von 12. Das will ich aber ändern. Von 9 bis 12. Das ist doch scheiße. Das überschneidet sich doch. Also funktioniert es nicht. Von 9 bis 12. Ja, es ist scheiße, es funktioniert nicht. Wir lassen erstmal Sicherheit laufen. Wir brauchen unbedingt Leute für die Dinge. Was ist los? Ja, der verpisst sich. Der hat schon Feierabend. Und wir haben jetzt hier so ein paar Leute gehabt. Ja, bringt den Typen doch in die Isolationshaft. Abgesessen 31,5 Jahre. Hier gab es auch was. Erfahrungen. Hier. Aktiv. Tagesplan. Schlafen. Arbeit. Freizeit. Gut. Normal. Schlecht. Gut. Kondition. Keine. Unterdrückt. Alles super. Alles perfekt. Ja, hier oben ist mal wieder keiner stationiert. So, jetzt ist er mal wieder eigentlich drin. Ja, die Isolationshaft wird sich natürlich jetzt wieder füllen, nachdem wir wieder neue Gefangene haben. Bring den Penner doch hier rein. Keine Ahnung, der sollte da wohl nicht rein, aber jetzt haben wir ihn da reingesteckt. Dann ist halt ein anderer gekommen und hat ihn mitgenommen. Ja, ich hoffe einfach, dass wir hier ein bisschen mehr Geld diese Runde verdienen. Sechs. Sechs qualifizierte Personen haben wir jetzt wenigstens schon mal. Das hört sich doch schon gar nicht schlecht an. Ja, hier haben wir einen bis jetzt. Und maximale Job 6 und 10. Das haben wir alles auf jeden Fall erledigt. Aber jetzt haben wir wirklich schon mal qualifizierte Personen 6. Hört sich doch schon nicht schlecht an. Ja. Es steigt und das ist die Hauptsache. Haut euch safe, wie immer. Ah, bauen können wir großartig wirklich nichts, weil wir einfach zurzeit kein Geld verdienen. Es ist wirklich ein großes Problem. Eieieiei. Schittenböhm, Schittenböhm, Schittenböhm. Ich will irgendwie das Holz auch nicht verkaufen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil, wenn wir nachher die 20 ausgebildeten Leute haben, dann verdienen wir ja auch wieder Geld ohne Ende und dann können sie das Holz schön durchrattern. Und ihr habt mir ja auch gesagt, dass wir durch das Holz wirklich das meiste Geld verdienen. Ja, ist halt einfach abwarten. Mehr können wir einfach nicht sagen. Wir können nur warten und hoffen, dass wir es irgendwie zum Laufen wieder bekommen. Ich glaube, wenn man das einigermaßen abschließt oder hinbekommen hat, dann läuft es auch.
Wir hätten zum Beispiel das Klassenzimmer wirklich größer machen können. Alleine, weil wir 90 Gefangene haben. Und 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja doch, 30 Sitzplätze haben, hätte man wirklich ein bisschen mehr noch bauen können. Aber gut, man könnte jetzt hier, passt jetzt in dem Sinne keins mehr zwischen. Aber wenn wir den Knast größer machen, also dieses Klassenzimmer größer machen würden, dann würde es schon funktionieren. Müssen wir halt mal abwarten, wie sich das Ganze hier wirklich entwickeln wird. Von einer Seite ist es natürlich für die Leute, wie für mich, die jetzt schon einen sehr großen Knast haben, schwer, das mit den Klassenzimmern hinzubekommen. Weil ihr habt ja sonst am Anfang gleich das Klassenzimmer. So würde ich zumindest machen. Ich würde gleich das Klassenzimmer einigermaßen mitbauen, um die Gefangenen immer gleich mit auszubilden. Und wenn du die Gefangenen ausgebildet hast und du baust dann die Werkstatt, hast du ja konstant Leute in der Werkstatt drin. Und dann gibt es ja einen Kreislauf in dem Sinne. Neue kommen, die gehen zur Schule, sind gleich wieder ausgebildet für die Werkstatt etc. Und so habt ihr eigentlich keine Probleme. Aber ich muss jetzt erstmal 80 Gefangene auf ein Niveau bekommen, dass sie überhaupt da drin arbeiten dürfen. Ja, und dann muss auch noch die Interesse bestehen, dass die Leute überhaupt da reingehen. Das ist dann das Nächste. Es ist schon gar nicht so leicht, dass man dann auf einmal, leicht. Ich baue ein Klassenzimmer und muss einfach Geduld haben. Aber man kann auch dran kaputt gehen. Ja, ich bin froh, dass wir den Knast so groß gemacht haben und dass wir hier die ganzen Zellen gebaut haben vorher, vor dem Patch. Weil ich glaube, sonst wäre ich pleite gegangen. Davon gehe ich zumindest aus, weil wir haben ja sonst immer Minus gemacht. Jetzt machen wir 2400 plus. Liegt auch nur daran, weil wir hier konstant die Gefangenen reinkriegen. Ja, nächste Runde kriegen wir 8, dann sind wir bei 88. Und 3 Gefangene gehen auch wieder. Also wir kommen gar nicht auf... kriegen den Knast gar nicht voll. Von einer Seite blöd. Irgendwie. Weil wir könnten mehr Geld verdienen. Mit dem Knast. Ja, er pflanzt schon wieder überall Bäume hin. Wir werden dann wohl später ganz viel... Oh, Linus Plains. 3... da haben wir jetzt mal Standardpersonen. Da haben wir jetzt mal Geld verdient. Ja, Donnerwetter. Wir haben Geld verdient. Was geht denn hier ab? Wir haben Geld verdient, Mama. Ja. Sehr schick. Das hier oben kriegen wir wahrscheinlich nicht abgerissen. Ich müsste einen neuen Grundriss machen. Und wenn wir den neuen Grundriss machen, werden die Isolationszellen abgerissen. Werde ich es wohl so lassen müssen. Erstmal. Bis wir irgendwann hier hinten vielleicht nochmal eine Isolationszelle bauen. Und ich würde euch empfehlen, nicht am Anfang den Zaun ringsherum zu ziehen, sondern immer um das Gefängnisabteil, was ihr baut. Weil die könnten jetzt bis hier oben hin irgendwo laufen und ich würde sie gar nicht sehen. Wie zum Beispiel da. Da läuft eine Wache. Ich weiß nicht, warum da die Wache läuft, aber... okay, normalerweise könnten wir auch eine Wache hier patrouillieren lassen. Komplett ringsherum. Aber lassen wir einfach mal so, die machen das schon von alleine. Könntest du dich da wieder hinstellen? Dankeschön. Ja, Leute, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten bei mein Knast. Ja, ich muss jetzt rendern ganz schnell. Und bis dann, euer Glamour. Ciao, Laui.